Noch 8 Tage bis Ostern. Der Oster-Countdown aus Dilbrecht läuft weiter. Herzlich willkommen. Heute schauen wir uns Jona an. Ein eigenes kleines Buch, unscheinbar, aber doch ein kleines Stück Weltliteratur geworden. Jona, wer war das? Wir wissen nicht viel. Vermutlich war es Jona ben Amittai aus dem Ort Gath Hepher in Galiläa, der prophezeit hatte, dass die israelitische Nordgrenze, also die Grenze des Nordreiches, wiederhergestellt werden sollte. Und zwar in der Regentschaft des Königs Jerobeam II., der regiert hat von 781 bis 742 vor Christus. Das hat er vorausgesagt. Gesandt wurde er von Gott nach Ninive, die im Jahr 612, diese assyrische Stadt wurde im Jahr 612 zerstört und ist sprichwörtlich geworden als Symbol für eine gottlose bzw. gottverlassene Stadt. Übrigens, der Name Jona, der heißt übersetzt Taube. Und wenn wir in die Geschichte von Noah und der Arche Noah reinschauen, dann ist die Taube die Überbringerin der guten Nachricht, dass die Zeit des Zornes Gottes vorüber ist. Er hat also von Gott den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, um dort ja von Jahwe zu berichten und von der Möglichkeit, zu ihm umzukehren oder dem ansonsten drohenden Untergang. Aber er ist überhaupt nicht einverstanden mit diesem Auftrag. Aber er nimmt es doch irgendwie so ernst, dass er sich in Bewegung setzt. Nur leider in die falsche Richtung. In die genau entgegengesetzte Richtung läuft bzw. fährt er. Er fährt nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Das wird wohl im heutigen Spanien gelegen haben, macht sich auf die weitestmögliche Distanz auf und davon, ist auf diesem Schiff mit seinem festgelegten Willen, das durchzuziehen. Sturkopf nennt man das auch. Und so kommt er mitten in einen Sturm mit seinem Schiff. Es stört ihn weiter nicht, selbst wenn das Schiff untergehen würde, stört ihn nicht. Selbst dass die Besatzung zu Gott rufen will, stört ihn nicht. Er ändert seine Einstellung nicht und lässt sich lieber über Bord werfen in den sicheren Tod. Doch da spielt Gott nicht mit. Er setzt Mittel und Wege in Bewegung, damit dieser Jona doch noch den Auftrag erfüllt, für den Gott ihn auserkoren hat. Es ist Gott also nicht egal, was wir tun. Im Gegenteil, wenn wir sogar das Gegenteil tun von dem, was er für unser Leben vorgesehen hat, dann ist er durchaus bereit, Hebel in Bewegung zu setzen, Mittel und Wege zu finden, um uns wieder auf die Spur zurückzubringen, die er für unser Leben für gut findet. Anders als der alte Prophet Eli, der gehört hatte, was nicht in Ordnung war mit seinen Söhnen und dem es letztlich egal gewesen war. Und dort hat Gott nicht eingegriffen, aber hier schon bei diesem starrköpfigen Mann, der dann wahrscheinlich denkt, sein letztes Stündlein ist geschlagen, als er im Maul eines Fisches landet. Fisch ist übertrieben, also untertrieben. Vielleicht war es ein Wal oder irgendwas Größeres, wie auch immer, ist nicht so wichtig. Aber insofern vielleicht als Randnotiz wichtig, als dass es durchaus schon mal Vorkommnisse gegeben hat, dass Menschen im Bauch eines Fisches verschluckt worden sind und überlebt haben. So
Also Jona in diesem Bauch des Fisches. Wenn wir das lesen, dann könnte man den Eindruck gewinnen, Jona fängt sofort an zu beten. Aber so starrköpfig wie er war, würde ich mal vermuten, er hat wahrscheinlich nicht sofort angefangen zu beten, sondern musste noch erstmal weich gekocht werden. Aber dann in der Tiefe, am tiefsten Punkt seines Lebens, dann ruft er doch zu Gott im Bauch des Fisches, hebräisch Dag. Erstaunlicherweise, während er betet, ist es nicht mehr der Fisch im hebräischen Dag, sondern Daga. Das ist die Fischin. Und dann gewinnt dieser Bauch des Fisches noch vielleicht eine andere Bedeutung, eine symbolische Bedeutung, vielleicht so etwas wie die Gebärmutter. Zurückübersetzt ins Hebräische würde das dann bedeuten Rachamim, und das bedeutet Barmherzigkeit. Ich gebe zu, das sind ein, zwei theologische Ecken, aber ich finde es trotzdem einen interessanten und nachdenkenswerten Gedankengang. Barmherzigkeit hat er erlangt. Und 3 Tage waren es, und 3 Tage war Jesus nicht unter den Lebenden. Und so ist dieser Neuanfang, den Jona von Gott geschenkt bekommen hat, symbolisch ein Hinweis auf Tod und Auferstehung Jesu Christi, auf das neue Leben, das Gott für uns Menschen hat, die neue Kreatur, die er für uns vorgesehen hat. Und so lese ich nochmal kurz aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, die Verse 40 bis 41. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, also Christus, der mehr ist als Jona. Jona als Symbol der Taube. Da auch da ist noch eine weitere Verbindungslinie zum Neuen Testament. Der Heilige Geist kommt ja in Form einer Taube bei Jesu Taufe auf ihn. Und so ist es also die Taube, der Heilige Geist, der uns ruft und zieht, dass wir Menschen uns zu Jesus hinwenden. Es war der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, aus dem Inneren der Erde sozusagen herausgeholt hat. Die Auferstehungskraft Gottes in Christus, die wird uns zuteil erst im Heiligen Geist. Und so zeigt uns die Jona-Geschichte, dass ein Gebet alles verändern kann. Dass es in der Zeit der Stille, in Gottes Gegenwart, sich alles verändern kann. Dass wir eine Berufung haben für unser Leben, jeder Einzelne, der Heilige Geist, die Taube, und in unserem Leben sichtbar werden lassen möchte. Und so nimm dir heute 15 Minuten Zeit für Gebet, für das Leben mit Gott, vielleicht auch für einen Perspektivwechsel, denn diesen Perspektivwechsel hat Jona auf jeden Fall gehabt. Perspektivwechsel bei den Dingen, die dir Sorgen machen, bei den Dingen, die dir unklar sind. Was ist denn die Perspektive von Christus in dieser Situation? Wenn du dir die 15 Minuten Zeit nimmst, vielleicht liest du aus dem Buch Jona von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 2, oder weil es ja auch wirklich ein Stück Weltliteratur geworden ist, vielleicht sogar das ganze Buch in einem Rutsch. Sei gesegnet dabei.